Schon wieder ein paar fanatische Selbstmörder, die fest entschlossen sind, in Helms Diensten zu sterben, ja? Oder wurdet ihr in seine Dienste gezwungen? So wie ich vor rund 1000 Jahren. Ja, ich bin kein Anhänger Helm. Und trotzdem diene ich ihm mit ihm dieser Sache bereitwillig, widerliche Kreatur. Ich diene nur mir selbst. Ich verfolge hier meine eigenen Interessen. Ja, stimmt beides eigentlich nicht so wirklich. Weil rollenspieltechnisch hat Talisa ja im ersten Teil einen Helmschwur abgelegt. Deswegen ist sie ja jetzt Priesterin. Also Klerikerin, nicht mehr Kämpferin. Gut. Bin jetzt gezwungen, wovon redet ihr? Seid ihr etwa der Eingekerkerte? Ich bin zwar gefangen, aber ich bin nicht der Eingekerkerte. Ihr seid offensichtlich keiner dieser fanatischen Ritter des Wachsams, sonst wüsstet ihr das längst. Anscheinend hat man euch hereingelegt, um Helms Dreckarbeit zu erledigen. Sieht ganz so aus, als seien wir beide unfreiwillige Teilnehmer in diesem kleinen Drama. Alles Lügen. Tretet zur Seite und lasst mich hinabsteigen, um mich dem Eingekerkerten zu stellen. Wenn ihr mir den Weg hinab auf die nächste Ebene zeigen könntet, dann werde ich versuchen, uns beide aus dieser misslichen Lage zu befreien. Nun, ich habe Odin ohnehin nie so recht vertraut. Was sollen wir also tun? Nehmen wir die zwei. Hört gut zu, mein Freund. Wir könnten uns gegenseitig helfen. Tatsache ist, dass ihr nicht durch das Tor zur nächsten Ebene kommt, wenn ich es euch nicht öffne. Ja. Und ich werde euch hier nicht durchlassen, wenn ihr mir nicht helft, den Zauberband zu brechen, der mich seit 1000 Jahren in diesem Höllenverlies gefangen hält. Haben wir jetzt eine Abmachung oder nicht? Ja, was müsste ich dafür denn tun? Schön, dass ihr euch entschieden habt, vernünftig zu sein. Die Helmiten waren nie vernünftig. Es ist ja so viel angenehmer, mit Leuten umzugehen, die keine Fanatiker sind. Ein vornehmer Dämon also. Dieser Käfig, in dem ich stecke, wurde vor mehr als 1000 Jahren von 4 Erzmagiern erschaffen, die die Macht vier verschiedener Elemente miteinander kombinieren, um mich auf alle Ewigkeiten hier festzuhalten. Was geht mich da das an? Ich werde euch nicht befreien. Was muss ich tun, um euch da herauszubekommen? Alle Zauberer, die mich hier gefangen hielten, besaßen auf dieser Ebene der Höhle jeweils ein Labor, wo sie an den Zauber für meinen Käfig experimentierten. Jeder Zauberer schuf ein Zepter, um seine Macht zu konzentrieren und zu kanalisieren. Nur die geballte Macht aller 4 Zepter kann meinen Käfig auf- und abschließen. Ich werde diese Zepter finden, was dann? Sammelt die Zepterschlüssel und steckt sie in die 4 Öffnungen rings um den Käfig. Wenn ich frei bin, gehe ich meiner Wege. Und ihr kommt durch das Tor, um euch des Gefangenen anzunehmen, wenn ihr das immer noch wollt. Okay. Zu den unteren Ebenen und der Ausgang. Okay. Nun gut. Ja, Ausgang hat in dem Fall eine besondere Bedeutung. Oh, er ändert sein Aussehen. Ja, deswegen ist er der vielfarbige Dämon. Ja, der Ausgang macht Folgendes. Er macht nämlich genau das, was beschrieben ist. Er bringt uns raus. Was immer ihr wünscht. Wenn eure Spielfigur sich in ein Tier verwandelt hat, kann sie natürlich keine Gespräche führen, ja. Zepterschlüssel. Was ist mit erledigt der Aufgaben? Ich habe das Ritual erfolgreich durchgeführt und so das Spiegelportal im Zentrum des Tempels aktiviert. Ich kann es nun benutzen, wann es mir beliebt. Ich bin einen Handel mit einem vielfarbigen Dämon angegangen, aber nur weil ich wohl keine andere Wahl habe. Ich muss 4 Zepterschlüssel sammeln, um seinen Elementarkäfig zu öffnen. Und dann ist er bereit, mir Zutritt zum nächsten Stockwerk zu gewähren. Also durch das andere Portal zu gehen. Ja. Das wird wahrscheinlich sein 2. Stock, 3. Stock, 4. Stock, 5. Stock und dann... keine Ahnung. So weit bin ich halt nie gekommen, wie gesagt. Aber jetzt, da wir wieder hier draußen sind, können wir die Treppe nach oben nehmen.
Denn wir haben ja hier eine Händlerin. Seid mir gegrüßt. Es ist schön zu sehen, dass es euch gut geht. Ich habe keine Änderungen bezüglich des Siegels gespürt. Ich hoffe doch, dass alles in Ordnung ist. Ja, alles läuft noch plan. Der Eingekackerte hat das Siegel noch nicht zerstört, also ist alles in Ordnung. Ich danke euch nochmals dafür, dass ihr uns helft, Talisa. Und bete, dass ihr erfolgreich sein mögt. Mit dir will ich reden. Ja, Vorräte nämlich. Da ist nichts, aber hier will ich Verletzungspfeile, die Kugeln, die ganzen Pfeile, die wir nicht mehr brauchen, weil wir ja jetzt den Köcher haben, verkaufen. Und auch hier die paar Sachen verkaufen, dass ich sie los bin. Genauso wie die Helebarde plus 2, die auch, die aus irgendeinem Grund bei Keldorn gelandet ist. Die Sachen da übrigens mal raus. Die gehören eigentlich dann hier oben rein. In meinen Kramrucksack. Hier unten ist eher mein Dokumenten, in meine Dokumententasche. Da kann ich nämlich dann auch alles von Keldorn rein. So. Die beiden Schutzsteine behalte ich mal. Man weiß nie, wann man sie nochmal gebrauchen kann. Ich warte, wenn ihr es wollt. So, mit dem, was ich jetzt habe. Kann ich wieder in die zweite Ebene gehen. Das ist nämlich im Gegensatz zu Durlax-Turm eine nette Sache, dass man aus jeder Ebene einfach wieder abhauen kann. Das heißt, ich kann eine Ebene nach der anderen durchfausten, kann bei der Händlerin das Zeug verkaufen, kann in meinem Einsprengsel wichtige Sachen bunkern und so weiter. Also ja, vier Laboratorien, die es jetzt zu entdecken gibt. Ja. Mit vier verstanden. Elementen. Ach nee. Wer hat Paul Bunyan wieder eingeladen? Für die Gefallenen! Habe ich dran gedacht? Ja, der Schwierigkeitsgrad ist wieder normal. Wenn es das ist, was ihr wollt. Prunkanisch. Warum hatte ich das Gefühl, dass noch ein zweiter hier rumwuselt? Nächstes Mal! Nächstes Mal! Die schon erledigt. Keine große Herausforderung. Ist einfach noch einer. Ich war nun gut. Scheint bis jetzt okay, nicht schön. Der Fall zu sein. Sehr viele Tränke. Nein, die Äxte brauche ich nicht. Die sind auch viel zu schwer. Los, wo geht klar. Geld, Schmuck, Munition, okay. Gewitterbolzen, die können verkauft werden. Pfeile können in die Munitionstasche. Und die können auch verkauft werden.
Ach, jetzt ist natürlich mal wieder der Behälter voll. Auf geht's. Okay, okay. Immerhin macht das da mal weg. Danke. Hier ist nichts Besonderes mehr drin. Ja, hier ist wieder Emminsters Leitfaden und Gegengifte. Oh, da sind noch mehr Fallen. Okay. Hey, ihr da, ich spreche mit euch. Nur die Meister dürfen die Bibliothek betreten. Was macht ihr hier? Wer seid ihr? Ich bin nur das örtliche Teufelchen, auf dem alle herumtrampeln. Ein niederer Diener, ein Leibeigener, ein Sklave, ein Vasall. Den Meister ist es egal, ob ich hier lebe oder sterbe. Eure Meister sind tot und vergessen. Ich nehme an, ihr redet von den Magiern, von denen der Dämon im Raum da drüben gesprochen hat. Mit dem solltet ihr nicht reden. Das sorgt aber für Ärger zwischen dem Meister mit seinen Andeutungen, Gerüchten und Halbwahrheiten. Ich tue das nur ungern, aber ich muss euch sagen, dass eure Meister tot sind. Tot, aha. Naja, das ist ja eigentlich nicht überraschend, wenn man so denkt. Die Schwierigkeiten haben sie ja schon länger abgezeichnet. Die Meister werden sich wohl schlussendlich gegenseitig umgebracht haben. Wisst ihr, ich schätze, das erklärt all die Schreie und die Explosion, die ich vor einiger Zeit gehört habe. Wenigstens weiß ich jetzt, warum die Ventilatoren stehen geblieben sind. Es war niemand mehr da, der sie wieder in Betrieb nehmen konnte. Ihr müsst aus dem nicht Teufel im ganzen Abyss sein. Ihr wollt das behaupten, ihr sitzt seit Jahrzehnten einfach hier rum und tut nichts? Hey, hey, Freundchen. Einer der Meister hat mir gesagt, ich soll genau hier auf weitere Befehle warten. Und ich habe genau hier gewartet. Ich bin ja nicht so blöd, einen Befehl der Meister zu genieren. Wie lange wollt ihr eigentlich hier herumsitzen und abwarten? Ist euch nicht langweilig geworden? Seid ihr nicht neugierig geworden, wo alle hin sind? Ist euch nicht der Gedanke gekommen, dass etwas Seltsames vorgefallen sein muss, so nach den ersten 100 Jahren, die ihr gewartet habt? Nehmen wir mal die zwei. Schaut, im Prinzip bin ich ein unsterbliches Geistwesen, ja? Das sind also 1000 Jahre mehr oder weniger für jemanden wie mich. Wenn ihr wüsstet, wie die Meister ungehorsame Strafen, hättet ihr euch auch 1000 Jahre nicht vom Fleck gerührt. Wenn sie halt die Meister tot sind, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, warum ich länger hier bleiben sollte. Da ihr mir jedoch die guten Neuigkeiten überbracht habt, dass ich gehen kann, werde ich euch helfen. Dieser ganze Ort ist durch einen magischen Ventilator angetrieben. Ohne ihn sind alle Labors deaktiviert. Wenn ihr hier etwas aus leeren Räumen finden wollt, müsst ihr den magischen Ventilator wieder starten. Es gab 4 Meister und jeder hatte eine Bibliothek und ein Labor. Sie praktizieren die Magie von Luftkette, Schleim und Feuer. Die Haustiere und Kreationen der Meister befinden sich vermutlich noch immer in den Labors. Ihr solltet dazu gut aufpassen, da einige von ihnen praktisch nicht getötet werden können, wenn man ihre Schwachstellen nicht kennt. Ein kleiner Tipp von mir dazu. Die Meister haben beinahe ständig versucht, einander zu töten. Jeder der Meister konnte die Kraft seines Elementes gegen einen der anderen Meister effektiv einsetzen. Bevor ihr also etwas hineinstolpert, das ihre Fähigkeiten übersteigt, solltet ihr die Bibliotheken aufsuchen. Die Meister haben sich ziemlich mit ziemlich kranken Dingen beschäftigt, aber wenigstens haben sie schriftliche Aufzeichnungen über ihre Arbeit geführt. Diese Aufzeichnungen werden euch extrem nützlich sein. Wartet, ich hätte noch mehr Fragen. Tut mir leid, ich habe genug Zeit mit euch verschwendet, um hier herumzuhängen. Ein letzter Tipp doch. Geht zuerst in das Labor des Meisters der Luft. Es liegt hinter mir. Der magische Ventilator hat 2 Einstellungen, stark und schwach. Vielleicht ist das sehr wichtig. So, ich muss jetzt gehen. Okay, ein nettes Teufelchen. Wow, sehr viel Zeugs. Gucken wir mal, was wir hier haben. Auf jeden Fall Tränke. Was ist das? Ein Wolkentrank? Ja. Was wir nicht mehr brauchen. Oh ja, das sollten wir auch noch mal gucken. Notiz aus der Feuerbibliothek, die werde ich gleich lesen. Wenn ich hier mit Plündern fertig bin. Weil das sind schon mal interessante Schleuderkugeln. Bolzen. Und den Stab kann ich gerade nicht identifizieren. Schade.
Also ja, diese kurze Notiz ist in einer venenkreisförmigen Schrift gezeichnet. Was steht dieses Mal? Keine Magie. Lang, blau, grün, zurück, Magie zurück, LDV.